So, machen wir weiter mit den Staffel 23 Reviews. Heute mit Gordon Gets the Giggles. Natürlich habe ich mich mehr auf die Soda-Episoden gefreut als die Weltreise-Episoden. Und diese Folge, würde ich sagen, gehört zu einer der besseren Episoden der Staffel. Gordon benimmt sich Gott sei Dank nicht so kindisch wie in Für immer und ewig, was die Folge schon besser macht als Für immer und ewig. Und ich glaube, wir haben Gordon noch nie so oft lachen hören wie in irgendeiner anderen Staffel. Sogar alle 5 Staffeln zuvor. Ich würde sogar fast sagen, der gesamten Serie? Vielleicht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Was ich aber blöd finde, ist, dass die Episode fast genau die gleichen Charaktere hat wie in Für immer und ewig. Also wir haben Paxton, Thomas und den dicken Kontrolleur. Okay, den letzten kann ich verstehen und Thomas irgendwie auch, aber wieso Paxton? Versteht mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Paxton. Aber wieso haben wir zum Beispiel nicht Edward, Toby oder Henry gesehen? Das hätte für mich die Episode sogar noch besser gemacht. Und anstatt Thomas vielleicht auch einen der 3? Thomas könnte an der Anfangsszene ruhig sein, aber der Rest, wie ich gesagt hätte, könnte von Henry, Edward oder auch Toby eingenommen werden. Soweit ist die Episode eigentlich ganz gut. Und dass sich der Fahrgast am Ende beschwert, ist auch klasse. Und toll, dass Kevin widerspricht. Ich weiß, viele hassen Kevin, aber ich mag ihn. Aber jetzt kommt für mich das Schlechteste an der Episode. Aber das ist in jeder Episode. Die Fantasiesequenz. Ich brauche sie nicht ansprechen, wie sie ist, aber dass sie fast wie die Fantasiesequenz aus Für immer und ewig ist, spreche ich an. Ich meine, die Episode erinnert mich sehr an Für immer und ewig. Und die Fantasiesequenz, auch die Eisenbahn wird als chaotisch, dumm und komisch dargestellt. Wie in Für immer und ewig. Gorn ist der Hauptcharakter. An was erinnert mich das? Ach genau, an Für immer und ewig. Obwohl ich gerade so viel Schlechtes über diese Folge gesagt habe, ist sie gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich hier lieber 6 von 10 Punkten oder 7 von 10 Punkten geben soll. Deshalb habe ich mich entschieden für 6,5 von 10 Punkten. So, das war Gordon Gets the Giggles. Nächstes Mal gucken wir uns Crowning Around an. Bis dahin, tschüss, euer Sonil 3.